Hallo meine Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch. Es geht nämlich darum, wie man in amerikanischen Shops bestellen kann. Und wenn ihr da Interesse an meinen Erfahrungen habt, dann bleibt dran. Und zwar geht es darum, natürlich jetzt, wo Sephora in Deutschland ist und Sephora auch nach Deutschland liefert, haben wir ja viele Möglichkeiten, sämtliche Sachen zu importieren. Sei es Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills, Kat Von D, etc. Aber manchmal bekommt man ja auch nicht alles im Sephora, beziehungsweise nicht alles ist vorrätig, man will was austesten. Manche Marken, zum Beispiel wie Colourpop, sind auch noch nicht groß vertreten in Sephora. Oder es gibt mehr Auswahl in amerikanischen. Und dann gibt es eine super Seite, wo ich schon mal bestellt habe, und die heißt Shipito. Das läuft folgend ab. Ihr meldet euch da an, registriert euch. Und dann bekommt ihr sozusagen ein Postfach und eine amerikanische Adresse. So, und diese Adresse könnt ihr dann bei sämtlichen Shops angeben. Das Postfach und das an sich ist kostenlos, beziehungsweise hat, glaube ich, nee, ist nicht kostenlos, hat 2 Dollar gekostet. Und dann kann man da auch angeben, wie lange man dieses Postfach haben will. Wenn man es natürlich länger als einen Monat haben will, kostet es dann auch immer dementsprechend mehr. Und genau, man hat halt diese Adresse, bezahlt dann, und dann wird alles, was man in Amerika shoppt, wird an dieses Postfach, man hat ja diese Adresse, an dieses Postfach geschickt. Ich habe damals bei NYX bestellt. Da gab es, also war das noch nicht so groß in Deutschland, und das gab es diese Liquid Liner, diese farbigen und alles mögliche, und ich wollte das halt unbedingt haben. Hab's dann halt an dieses Postfach schicken lassen. Das ging auch relativ fix innerhalb Deutschlands. Man hatte ja auch innerhalb Deutschlands innerhalb der USA keine Portokosten sozusagen. Und dann wird es halt zu dieser Adresse geschickt, in dieses Postfach. Und dann kann man auswählen. Dann wird angezeigt auf der Internetseite, sie haben hier eine Lieferung bekommen. Und dann kann man auswählen, wie man das nach Deutschland geliefert haben möchte. Und das kostet dann halt das meiste Geld sozusagen. Das Postfach an sich kostet 2 Dollar oder so für einen Monat, soweit ich mich noch erinnern kann. Nur der Versand nach Deutschland kostet dann. Es kommt halt darauf an, wie lange man warten möchte. Genau, und dann wird es da gesammelt, wird es dann nach Deutschland geschickt, und dann kann man auch dieses Postfach wieder schließen sozusagen. Meldet man sich ab, sagt, man braucht es nicht mehr, und dann kommt das Paket halt in Deutschland bei sich zu Hause an. Man kann natürlich, also wie gesagt, man kann dann auch auf dieser Shipito-Seite gibt man natürlich auch seine Adresse an, damit die dann wissen, wohin sie es auch schicken müssen. Die haben auch einen deutschen Kundenservice. Es gibt also eine Person, wenn man Kundenservice hat, dann kann man sich ein Land wählen und dann kann man auch auf Deutsch da fragen. Das kommt innerhalb 3-4 Tagen, habe ich eine Antwort bekommen, weil ich nicht wusste, wie ich das stornieren musste mit dem Postfach, weil ich es ja nicht immer weitlaufend haben wollte. Genau, und dann kann man es einfach wieder stornieren oder man macht sich halt Neues oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es da super, super viele Alternativen. Ich verlinke euch mal die Seite auch in der Infobox. Einzige Negative, was ich da sagen kann, ist, dass ihr eventuell, ich weiß jetzt nicht, wie die momentanen Zollbestimmungen sind, damals war das halt so, wenn man über 120 Euro bestellt, kann es passieren, dass man Zoll bezahlen muss. Ich hatte auch über 120, ich war glaube ich bei 130, eine Freundin hat nämlich noch mitbestellt, und da kam dann das große Chaos, weil ja dann DHL dann meinte, ja, sie müssen hier das Paket abholen und das sind dann auch noch 30 Euro. Muss ich noch 30 Euro Zollgebühren bezahlen, und im Endeffekt habe ich dann 40 Euro, nee, nicht 40 Euro, 30 Euro halt für Portokosten ausgegeben, noch zusätzlich auf den Einkauf drauf. Das war also das Negative, da muss man halt vielleicht dann ein bisschen aufpassen, für wie viel Wert man bestellt, damit man halt keine Zollgebühren hat. Ich glaube, die wurden auch höher gesetzt, damit man mehr bestellen kann oder beziehungsweise einen höheren Wert. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, da müsste man sich dann, bevor man bestellt, auch noch erkundigen. Es kommt ja auch darauf an, was man bestellt, auch Make-up, Pipapo. Deswegen, aber auf jeden Fall finde ich die Seite super, die ist auf jeden Fall stark zu empfehlen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich konnte euch weiterhelfen, vielleicht nutzt ihr diese Möglichkeit, vielleicht natürlich auch nicht, aber
Aber wenn ihr die Erfahrung damit gemacht habt oder mit anderen Seiten auch, dann schreibt mir das bitte in die Infobox. Das interessiert mich immer sehr. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Tschüss!